Jährlich landen rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel in deutschen Mülleimern. Das muss aber gar nicht sein. Ich zeige Ihnen leckere Lösungen für Lebensmittel, die zu viel gekauft, zu viel gekocht oder einfach vergessen wurden. Heute rettet Reporterin Inai Macedo ihren Joghurt mit schnellen Brötchen und Eishäppchen. Für den kalten Snack können Sie alles an Joghurt, aber auch Quark verwenden. Mit Obst schmeckt's besonders gut. Alles aufs Backpapier geben, Joghurt drüber und wer mag, noch ein bisschen süße Deko. Kann man natürlich auch ohne Schokolade machen, für ganz gesund. Aber mit Schokolade ist eben lecker. Ab in den Tiefkühler. Fertig sind die Eishäppchen für die heißen Tage. Genauso schnell gehen die Brötchen. Sogar ganz ohne Hefe. Sie brauchen nur 50 Gramm Butter, 320 Gramm Mehl, eine Prise Salz, ein Ei und eine Packung Backpulver. Und natürlich der Joghurt. Ist ja das Wichtigste. Wir wollen ja unseren Joghurt verwerten. Die 200 Gramm Joghurt sorgen nämlich dafür, dass die Brötchen auch ohne Hefe schön fluffig werden. Alle Zutaten verkneten oder wie unsere knetfaule Reporterin kneten lassen. Dann lasst du schon wieder? Nee. Den fertigen Teig zu 8 gleich großen Kugeln formen und ab in den Backofen. 20 Minuten warten. Fertig sind die Ruckzuck-Joghurtbrötchen.